Was geht, Freunde? Willkommen zu Fortnite. Yeah, ja, im letzten Part war das ja so, beziehungsweise, ja, in den letzten 5 Minuten, ja, ich habe da eine Roboterstimme gehabt. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist mir noch bis jetzt noch nie passiert, also, soweit ich weiß, ist es mir wirklich noch nie passiert, also ich habe es noch nie mitbekommen, weiß nicht. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal, ich habe 3 Stunden gestern aufgenommen, also die 5 Minuten... ist eigentlich jetzt echt nicht schlimm. Hoffe ich zumindest mal. Und ja, das ist halt echt... Na, was soll ich da machen? Ich weiß ja nicht, was das Problem ist. Ja, ich verstehe es nicht. Es ist einfach ein Mikrofehler, ja. Und den kann man nicht beheben. Was will ich da großartig machen? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen könnte. Ja, keine Ahnung, Jungs. Nichtsdestotrotz, weiter geht's mit Fortnite. Ich werde jetzt Moisty Myra, glaube ich. Ja, oder Explosionsschaden, mach mal. Eins von den beiden. Ja. Explosionswaffen dürfte eigentlich gar nicht mal so krass schwer sein, so Schaden zu machen. Wenn wir so einen Haftgranaten haben, dann dürfte ich schon 2 Kills vielleicht hinkriegen. Und dann ist das auch Geschichte. Ne? Naja, wir arbeiten uns da leicht hin. Ja? Ich hoffe, dass wir überhaupt Explosionswaffen hinkriegen. Das könnte echt ewig dauern. Ja. Das mache ich aber mit euch gemeinsam, ja. Also das machen wir zusammen. Ich habe jetzt auf jeden Fall DLAN. Ich habe auch alle Konsolen jetzt angeschlossen, damit ihr Bescheid wisst. Die PS3 läuft zum Beispiel immer noch. Ja, weil die halt echt extrem lang lädt. Und... joa. Also DLAN ist sowas wie ein Verstärker, beziehungsweise wie so ein Repeater, bloß, dass es über Strom kommuniziert. Ich habe jetzt hier eine LAN-Verbindung. Dürfte eigentlich gar nicht richtig laggen. So, wo müssten wir hin? Ich glaube, Moisty Myra, ne? Ich muss da ja Schatztruhen sammeln. Ja, es dürfte nicht laggen. Ich hoffe es zumindest nicht. Also ich hab auch schon Speedtests gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob es stabil ist. Das ist das größte Problem, was ich habe. Ja, das, ob das stabil ist. Es ist, ich habe auf jeden Fall hier 100k unten. 100 plus K. Sagen wir es mal so. Nur das große Problem ist halt einfach nur... ja, wahrscheinlich die Stabilität. Das will ich erstmal gucken, ob das auch geht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, dass mein Mikro wieder so ein Roboter wird. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem. Ist ja klar, oder? Hoffe ich mal. Weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht... weiß nicht. Hab keine Ahnung. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Jetzt freest das. Das Game. Beziehungsweise laggt's halt kurz. Ich hoffe mal, keiner kommt hier hin. Das wäre nämlich sehr nett. Ich brauche nämlich die Truhen. Kinder. Also eine Truhe haben wir schon mal. Pilze haben wir auch. Ah, doch, einer ist hier. Mann, was soll ich da machen? Ich brauche eine gescheite Waffe. Mann, Alter, was sind das für Wichser, Alter, eigentlich? Mann, ich will eine gescheite Waffe haben. Was ist daran so schwierig? Warum kriege ich nur so einen Salvendreck? So eine Dreckswaffe. Egal, wir haben auf jeden Fall eine Truhe geöffnet. Das juckt mich absolut einen Scheiß.
Ganz ehrlich, und es hat auch überhaupt gar nicht geleckt oder so. Es war einfach nur eine Gammelwaffe. Eine richtige Gammelwaffe. Und das war der Schatzturm aber ganz zum Schluss, wenn ich alles andere fertig habe. Dann brauche ich ja so gesehen. Muss ich nur eine Runde spielen, dann zeige ich euch den Schatz und fertig ist. Ja, dann ist alles gegessen. Sag mal. Na? Aber erstmal die schwierigen Aufgaben machen. Also sowas wie Moisty Mary, was einfach nur nervig ist. Und das mit Explosionswaffen. Puh. Weiß ich ehrlich nicht, wie wir das machen. Ich dachte, wir gehen immer tilted, bis wir halt eine Chance haben, hier Schaden zu machen, wenigstens. Irgendwie mit Haftgranate oder irgendwie C4 oder irgendwas, Alter. Irgendwie, dass wir Schaden machen. Granaten zählt ja eigentlich auch. Vielleicht haben wir ja auch Glück und kriegen bei Moisty Mara direkt aus den Kisten vielleicht so einen Raketenwerfer. Und können vielleicht jemanden damit umbringen. Das macht schon 100 Schaden, ne? Das wäre absolut wild. Wildwasserbahn. Joa. Ich bin aber echt zufrieden, wenn wir die Woche 9 auch abschließen. Dann gibt es ja nur noch Woche 10 und dann haben wir die ganzen Battle Pass gemacht, ja, Jungs. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann bin ich sehr, absolut zufrieden. Absolut crank. Ich hoffe, dass ich überhaupt hier jetzt irgendwie Truhen bekomme. Das ist das einzige Problem für mich. Und hier ist schon einer, der ist weit unten. Einer geht zur Prison. Alter, du Wichser. Ha. Hä? Mann, Alter. Ich hab wenigstens eine Truhe. Aber wie viele Leute hier einfach hingehen? Was sind das für Hurensöhne? Naja, ich habe eine Truhe. Warum gibt es eigentlich nicht auf einem Fleck so mehrere Truhen? Ha? Warum gibt's das nicht? Aber in Moisty Mary dürfte man immer eigentlich eine Truhe hinkriegen. Das heißt, 7 Matches und wir haben das fertig. Ja, juckt jetzt eigentlich auch nicht. Eine Truhe ist Erfolg, ja. Das ist mehr als ein Erfolg. Ist zwar langweilig zuzuschauen, ja, wie ich die ganzen Kaktruhen da sammle. Das ist absolut langweilig. Das tut mir auch leid, ja. Aber so ist das Leben. Nein, 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 nein. Na 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 na. Vor allem ist es auch richtig langweilig in der Lobby zu warten noch ewig. Bis ein neues Spiel ist und dann muss man im Bus warten. Man muss immer warten, Jungs. Immer warten. Und das ist das Problem. Wenn man nicht warten müsste, ja, ist schnell, geht direkt ein neues Match. Zack, Alter. Hier, Alter. Zack, Alter. Pitch, lass da nicht so viele sein. Komm. Ich hoffe, da sind viele Schätze. Truhen sollen da 3 sein oder so, und dann ist das mal auch gut. Vielleicht kriege ich auch alle. Naja, komm her. Also so übertreiben müssen wir das auch nicht. Ja. Schaffen wir, glaube ich, nicht ganz, ne?
Da sind zwei Truhen, aber der kommt dahin. Scheiße. Mann. Lass mich doch wenigstens eine Truhe mitnehmen. Halt die Schnauze. Junge, kann ich jetzt auch mal was machen, Alter? Alter, Mann, ist das eine Scheißgegend? Da kannst du doch gar nichts machen. Ja, Moisty Mara ist auch kacke zum Truhen sammeln. Vor allem, wenn da so 1000 Leute hingehen. Wie die größten Deppen. Was willst du denn da machen? Weiß ja nicht mal, wie man perfekt zum Moisty Mara landet, Alter. Die wissen es ja, die zocken das ja den ganzen Tag. Das ist ja klar. Dass sie wissen, wie man perfekt da landet. Ja, ist ja ganz komplett klar. Was ist denn das für eine geile Kiste? Okay, das ist neu. Und der Bus ist auch neu. Der war ja, glaube ich, auch noch nie hier. Und ich habe den zumindest noch nie gesehen. Ich würde gerne hier mich hochbauen. Zum Bus. Man hört hier sogar einen Bass. Ist halt cool. So, wie immer, Moisty Mara. Das Ziel der Ewigkeit. Na bestimmt, jetzt kommen jetzt 1000 Leute noch zu Moisty Mara, oder was? Millionen Leute zu Moisty Mara, 100%. Könnte eine Show, glaube ich, los. Diesmal mache ich jetzt hier keine Fallschirmtaktik. Ich glaube, bis zu diesen einen Ruinen müssen wir hinkommen. Dann schaffen wir das locker. Also eine Kiste sehe ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass hier kein Mensch hinkommt. Ja, geil. Direkt noch eine Kiste, Amona. Da ist sogar noch eine. Also das hat sich jetzt mal gerade richtig gelohnt. Drei Kisten? Mehr als genug, Jungs. Mehr als genug. Ah ja, hier sind noch welche. Mann, Alter, was ist dein Problem, du fetter Hurensohn? Also Moisty Mara kannst du sowas von vergessen. Ja, also ich hoffe, ich krieg noch die zwei letzten Truhen und fertig ist. Ja, es ist ja komplett für den Arsch, die Gegend. Brauche ich nur noch zwei Truhen oder wie viele brauche ich? Ich hab zwei, ich hab fünf jetzt. Ich dürfte fünf haben, ich habe drei geöffnet. Ja. Ja, holen wir uns doch die Drecks-zwei Truhen da, Alter. Was ist denn da so eine Gegend, bitte? Moisty Mara, Alter. Nee, nie im Leben mehr. Das ist echt eine Kackgegend, wenn man da wenn da mehrere Leute sind. Das ist auf jeden Fall eine komplette Kackgegend. Ja, das ist unmöglich, da irgendwie zu überleben. Das kann ich euch garantieren. Ja,
Wenn wir das mit den Truhen geschafft haben, dann gehe ich auch direkt, ich weiß nicht, ob wir Prison gehen und dann die Leute bei Moisty Mara umbringen oder so. Nee, wir gehen Tilted, wir gehen Tilted. Ich hoffe, dass ich da wirklich Granaten und so alles bekomme. Da müssen wir halt einfach Glück haben, es ist halt trotzdem eine Rotze. Es wird auf jeden Fall eine Rotze werden. Bin ich mir 100% sicher, aber bei Tilted hast du die, das... Das ist halt vielleicht Glück und ich krieg eine Explosionswaffe, sowas wie eine Haftgranate. Und damit mache ich auf jeden Fall immer Schaden eigentlich, wenn ich jemanden treffe. Selbst wenn ich den nicht umbringe, dann mache ich Schaden. Ich muss ja keinen umbringen, ich muss ja nur Schaden machen. So, wir machen das jetzt auf jeden Fall hier, wir gehen hier hin. Ah, Zug, bitte Schnauze halten! So, ich glaube, jetzt ist perfekt, schon rauszugehen. Ich hoffe, dass wir es überhaupt bis dahin schaffen. Ah, ich glaube schon. Dürften wir schon schaffen, oder? Oder muss ich da noch ein bisschen mit dem Fallschirm wippen? Nein, da muss ich... Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Fallschirm wippen. Ja, noch ein bisschen. Ich will einfach nur zu den zwei Truhen da, bei diesem Baum. Eine Truhe haben wir schon mal. Da ist die zweite Truhe. Ich muss sie aber ich muss da hinkommen. Bitte, tötet mich nicht, ihr Arschlöcher. Und ich hoffe, da ist irgendwas mit Explosionszeug drin. Ich hab's. Alter, wie geil. Ich komme, Jungs. Alter, wie nice. Wie viel Glück kann man denn haben? Wo sind die denn hin? Dankeschön. Raketenmuni brauche ich halt noch, ne? Ah, hier ist eine Chest, Jungs. Und Granaten bräuchte ich jetzt auch nicht wirklich, ja. Aber wir haben schon mal richtig viel Damage gemacht, glaube ich, damit. Jetzt fehlt ja nur noch Munition, so, ne? Brauch echt Munition dafür. Dann können wir das auch hier jetzt direkt abschließen. Das wäre ja mega fett. Weil mit dem Raketenwerfer kriegt man das schon hin. Bin mir ziemlich sicher, weil der ist richtig nice. Also 100 Schaden habe ich ja schon mal gemacht. Oder mehr. Ist hier oben überhaupt was? Okay, nee. Hier ist schon mal nix. Aber so, jetzt hoffen wir, dass wir hier jetzt Munitionskisten oder so bekommen. Das wäre absolut lecker. Ich habe halt nur eine Munition, ne? Okay,
Krieg ich mich wenigstens auf 100 hier voll? Das wäre ein lecker. Jetzt habe ich zweimal Holz verschwendet. Wer schreit denn da so, Mensch? Wird aufs Maul hier, oder was? Und ich muss, glaube ich, auch richtig weit laufen. Habe ich da jemanden gehört, oder was? Oder bin ich bescheuert? Aber zwei Pilze können wir uns noch gönnen. Zwei Pilze gönne ich mir noch und dann hauen wir ab. Ich hoffe, dass Prison unlootet ist. Dann haben wir hier auch ein bisschen noch Glück. Das scheint auch so. Hier ist auf jeden Fall eine Chest. Ja, halt nichts Richtiges, ne? Ich bleibe jetzt noch hier ein bisschen. Ich will jetzt noch Munitionskisten öffnen. Hier sind ziemlich viele. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück. Ich hoffe jetzt echt, dass wir Glück haben, sonst... ja. Leider nicht. Wobei, oben ist bestimmt auch noch eins. Ich muss aber jetzt dann gleich los. Ja, wir haben Raketenmuni. Zwei Stück zwar. Sind drei Stück insgesamt, aber ist das mehr als genug. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir jetzt hier irgendwie jemanden sehen, mit dem ich das, mit dem ich halt, auf den halt, ja, Raketenwerfer abfeuern kann, ne? Also das schön benutzen können. Ist mir egal, ich gehe auch von mir aus in seine Nähe. Ist mir scheißegal, dann töte ich mich auch mit gleich. Und hier sehe ich doch einen. Okay, hier ist auf jeden Fall einer. Ich hoffe, dass wir den irgendwie jetzt hinkriegen. Irgendwie da den Damage zu machen damit. Danke für die Raketenmuni. Wie viel Schaden habe ich jetzt gemacht insgesamt? Will ich ja mal wirklich wissen. Aber guck mal, wie das wenig leckt, ne? Seitdem ich das DLAN hier habe. Ich habe ja hier eine LAN-Verbindung und alles. Geht alles perfekt, Jungs, Alter. Nix leckt hier, Amana. Das ist super. Außerdem muss ich das jetzt hier ein bisschen anders machen. So nämlich. Und falls jemand direkt kommt, dann mache ich das hier. Wechsle ich direkt dahin. Ich hab's halt nicht, ich mach's halt nicht mit schnell Tastenkombis drücken, so wie es andere machen. Ich mach's mit dem Maus-Scroller, das mache ich immer.
So spiele ich halt immer jedes Spiel und so kann ich auch einfach umgehen eigentlich. Muss man halt einfach nur immer richtig positionieren. Ich weiß gar nicht, ob ich denn überhaupt Schaden gemacht habe mit diesem Explosionsding. Naja, hoffen wir mal, dass wir den irgendwie Schaden gemacht haben. Den anderen haben wir ja eliminiert, glaube ich, damit, ne? Das heißt, den haben wir auf jeden Fall Schaden gemacht. Nächste Chess. Einfach lecker, 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 leh. Komm, mach dich hoch. Kau ich da erstmal eine Ewigkeit, bis ich da irgendwas mache. Da ist auch einer. Ja, der hat mich gesehen. Oh, Alter. Huh. Huh. Das war richtig Glück. So, jetzt muss ich was aufgeben, leider. Ah, ich habe leider keine Muni dafür, ne? Doch, die Snipe eigentlich gar nicht. Wobei, doch, brauche ich eigentlich doch. Aber ich will jetzt erstmal lieber hier. Weiß. Ich habe, glaube ich, auch meine kleine Tränke da gelassen, oder? Ja, das war dumm. Mann, das hätte ich gar nicht machen sollen. Ich dachte schon, das wäre ein Hase, so ein Schokohase. Keine Ahnung. What the fuck, man. Aber ich glaube, ich habe hoffentlich das jetzt mit 500 Schaden gemacht. Wenn nicht. Okay, da ist einer. Warum sollte ich das nicht benutzen? Warum sollte ich das nicht benutzen? Ist das überhaupt noch da? Das Jump Pad? Wenn ja, direkt hin hier. Ich hoffe mal, das ist da noch. Da ist auch einer. Ich sehe den direkt.
Ach, das war so nur eine, so eine Reinschieberfalle. Verstehe, das ist nicht mein Jump-Pad. Aber das ist auch gut. Soweit ich weiß, ist das ja auch gut. Ne? Guck mal, da ist einfach... Das ist ja lol. Das ist einfach so ein Bruchstück von... Ja, von dem Bus. Und der hat sich jetzt hier hochgebaut, oder was? Ja, ich weiß schon, wo der hin ist. Fuck, Alter, was ist das für einer? Aber ich hab die Schaden, ich hab den Schaden. Geil. Wir haben's, Jungs. Zwei Missionen geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mate. Nur noch den Schatz holen hier, Amana. Und dann habe ich das. Ich suche jetzt den Schatz noch und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Okay, der Schatz ist bei Junk Jikchen dieses Mal. Bedeutet, wir haben das dann. Ich hol den Schatz und dann sterbe ich. Dann sterbe ich. Ich bringe mich um. Ist mir scheißegal, aber na. Verstanden, Jungs? Ja. Und dann haben wir hier auch noch Battle Pass Stufe 78 erreicht. Ja, das ist ja mega fett. Das ist ja mega, 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 mega fett. Ich hoffe einfach nur, dass keiner zu Junk Jikchen geht. Das wäre absolut Albtraum für mich. Ja, und ich feier es einfach gerade, dass wir das mit Explosionswaffenschaden einfach in einer Runde geballert haben. Ja, wo wir einfach nur so einen Raketenwerfer gekriegt haben. Beziehungsweise halt noch Haftgranaten, die halt auch, glaube ich, ziemlich wichtig waren. Ich glaube, damit habe ich auch Schaden gemacht. Und ich glaube auch richtig viel. Ich bin gar nicht sicher, wie jetzt die Jungs hier. Ne? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja. Aber ich bin sehr zufrieden, dass ich auf jeden Fall mein Tages-Goal, so gesehen, also mein Tagesziel, erreicht habe damit. Später nehme ich da wahrscheinlich noch was anderes auf. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden, dass auf jeden Fall Fortnite dann erstmal abgeschlossen ist. So, Junk Jikchen werden jetzt 1000 Leute gehen. Denke ich zumindest. Ne, wobei, die gehen alle zum Fußballstadion, oder nicht? Ich will einfach nur den Schatz haben. Ja doch, da geht einer auf jeden Fall hin. So Junk Jikchen. Das war ungefähr hier. Bei diesen Autos hier. Bei diesen zwei Autos hier. Ja. Hier, rauf hier dann Fall. Glaube ich zumindest hier. Hab den Schatz, ist mir scheißegal, bring mich um. Bring mich um, Mann. Dankeschön. Als ob. Als Kopf. Egal, wir haben's. Woche 9 ist auch noch abgeschlossen, ja? Bin ich sehr zufrieden. Müsste ich jetzt nicht eigentlich immer, Ladebildschirme bekommen oder zählen den... Ach, bekomme ich ja gar nicht. Stimmt, bekomme ich gar nicht mehr. Das Ding ist, man hat nur die ersten 7 bekommen. Versteht sich, das ist alles beim Blockbuster. Wenn man hier nämlich eine geschafft hat, kriegt man hier eine Ladebildschirme. Man bekommt die nicht mehr. Das ist schade, aber so ist das Leben. Ich bin Level 50, das bedeutet, das dauert noch ewig, bis ich 65 bin. Und ich denke, das schaffe ich auch nicht bis zum Ende der Saison. Und es juckt mich eigentlich auch ein Scheißdreck. Ich will eigentlich nur noch die Woche 10 Herausforderungen schaffen. Dann habe ich den Battle Pass eigentlich für mich auf jeden Fall abgeschlossen. 65 der Saison erreichen ist, nee. Das hat gar nichts mit richtig mit Battle Pass zu tun. Ich habe die Mission gemacht und das zählt. Na, nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Part wieder hier, meine Damen und Herren. Ich will jetzt hier auf jeden Fall den Auftrag austauschen. Spiel ein Match mit einem Freund. Das ist doch easy. Oi, oi. Nichtsdestotrotz, morgen ist nichts mehr. Tschüss.